Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr gesehen habt, wir machen gerade einen kleinen Schneespaziergang und sind hier auf dem Mountainbike Trail unterwegs, den ihr im letzten Video gesehen habt. Und heute möchte ich euch ein bisschen was darüber erzählen, wie es mir jetzt gerade geht. 2 Wochen lang habe ich niemanden auf Instagram abonniert und ich möchte euch einfach mal so ein bisschen teilhaben lassen, wie sich das Ganze so anfühlt. Viel Spaß dabei. Yes. Ja, ich glaube, es wird jetzt, da hinten wird es jetzt übertrieben matschig. Ich würde hier fast rausgehen jetzt. Echt? Ja, also ich habe da durch den Matsch laufen, ist jetzt nicht so cool. Okay. Und außerdem habe ich ein bisschen Angst hier gerade, ja, weil eben kam ein übelst fetter Ast runter. Zum Glück vor uns und nicht da, wo wir waren. Ah. Und wenn der uns erschlagen hätte, dann sähe es auf jeden Fall nicht so gut aus. Aber bevor wir jetzt euch erzählen, beziehungsweise ich euch erzähle, wie das Ganze so ist, wenn man niemanden abonniert hat. Wie ist das denn, wenn man Tausende von Menschen abonniert hat? Also, ich bin ja dabei, meine 10.000 zu erreichen, damit ich endlich einen Swipe-Up-Link bekomme auf Instagram. Und ja, es ist schon nervig, weil man auf seiner Startseite so viele Leute hat, die einen eigentlich gar nicht interessieren. Und dann halt so diese Follow-for-Follow-Geschichte macht. Ich habe aber auch auf jeden Fall vor, das Ganze auszusortieren, wenn ich halt die 10.000 Abos erreicht habe. Aber man muss halt dann echt so, wenn man gerade durch die Neuigkeiten swipet, so sagen, okay, jetzt höre ich auf und das ist jetzt nicht gut, so viel da zu konsumieren. Das ist einfach verschwendete Zeit in dem Moment. Yes, ich habe auch schon direkt nach der ersten Woche eine Benachrichtigung von meinem iPhone bekommen, dass meine Bildschirmaktivität um 30% gesunken ist. Voll gut. Und das ist ja schon ein großes Ding so. Auf jeden Fall war es die ersten Tage ein bisschen strange. Das heißt, du guckst ständig wieder auf dein Handy und gehst so, du merkst so richtig krass, da ist so ein Automatismus drin, der dich immer wieder verleitet, auf dein Handy zu gucken. Einfach so, ohne Sinn. So, willst da eigentlich gar nichts sehen, sondern du gehst instinktiv da einfach rein und schaust dir das an, auch wenn es da gar nichts Interessantes gibt. Ja, ich denke mir halt nur so, klar, du hast jetzt sogar deine Freunde, er hat sogar mich deabonniert, ja? Und andererseits ist es aber auch so, wenn die Freunde einem was zeigen wollen, dann können sie es einem ja auch so schicken, dann muss man das ja eigentlich auch nicht auf Social Media teilen. Aber das wäre das, was mir schwer fallen würde, also so wirklich meine Freunde zu deabonnieren auf Instagram. Und da kommt schon der Punkt so, wo ich finde, krass, was für ein, wie sehr identifiziert man sich mit einem Social Media Kanal. Wieso fällt, es ist ja nicht so, als ob, wenn man die Leute deabonniert, als ob die raus aus deinem Leben sind, sondern die meisten deiner Freunde posten wahrscheinlich nicht mal regelmäßig etwas. Ich poste am meisten. Ja. Und dann ist es ja überhaupt nicht schlimm, die zu deabonnieren. So, wofür? Du hast ja noch bei WhatsApp und du kannst die anrufen und zum Beispiel ich und Steve, wir telefonieren eigentlich jeden Tag über FaceTime so. Und davon habe ich viel mehr, als wenn ich 3-mal am Tag seine Instagram-Story schaue. Ja, das stimmt schon. Das ist schon schade, wie viel uns das mittlerweile so beeinflusst. Ja, und wie viel es einem auch irgendwie bedeutet, ist auch strange. Ja, und wie viele Leute sich auch darüber fertig machen, wenn sie dann irgendwie, keine Ahnung, ihren Ex-Freund stalken und der hat jetzt eine neue und dann stalkt man die neue und dann ist man so voll da drin und schaukelt sich immer weiter hoch und das kann einen so richtig fertig machen. Und früher, denke ich mir, war das alles so ein bisschen einfacher. Da meine Oma hat mir erzählt, sie hat Briefe geschrieben so mit meinem Opa und telefoniert halt, ne, wenn die sich mal nicht gesehen haben. Und heutzutage entstehen auch einfach total viele Missverständnisse und so dadurch. Also es ist schon keine so leichte Zeit, in der wir leben. Aber jeder macht es sich selber. Und ich habe mir halt einfach ein Herz gefasst und habe gesagt, okay, ich deabonniere jetzt jeden und mach das Spiel einfach nicht mehr mit. Ja, aber das müsste man vielleicht auch mal irgendwo lernen. Also so in der Schule, wie nutzt man Social Media richtig oder so. Weil sehr viele haben total den Konkurrenzdruck und gucken sich dann die ganzen perfekten Instagrammer an und dann macht ihr das total fertig und keine Ahnung, das ist nicht gesund. Yes, also ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass das Ganze auf Dauer keine so gute Beschäftigung ist und dass es da auf jeden Fall bessere Mittel und Wege gibt. Aber wir machen jetzt erstmal hier den Abstieg und melden uns gleich nochmal bei euch. Thank you.
So, wir haben es runter geschafft. Und boah, meine Hände sind langsam richtig abgefroren. Ich freue mich schon gleich warm baden zu gehen. Ne? Trotz Handwärmern, aber die sind jetzt... Trotz Panda-Hand. Die halten einfach nicht lange. Wenn ihr da draußen einen Tipp habt für kalte Hände oder was man so von unterwegs aus mitnehmen kann, es tropft die ganze Zeit von den Bäumen. Ja. Ja, der Schnee taut jetzt schon wieder weg. Ist schon bald Game Over. Es war so crazy. Gestern Abend hat es noch geregnet und auf einmal ist das irgendwie in der Nacht den Schnee übergegangen und heute Morgen so alles weiß, bestimmt irgendwie 15 cm hast du Schnee geschüppt, ne? Aber darum soll es gar nicht gehen. Schon Schnee. Immer off-topic hier von der Seite, aus dem Off. Wie fühle ich mich jetzt mit keinem Social Media? Auf jeden Fall freier. Man merkt, man setzt sich wieder mehr mit sich selber auseinander. Noch ein Stück mehr, als ich sowieso schon tue. Und lässt sich einfach nicht mehr ablenken von anderen Dingen. Und ich bin einfach der Meinung, dass es nicht gesund ist, sich auf Dauer ständig abzulenken von sich selber. Und dass man einfach bei sich selbst bleiben muss und öfter ja, in sich schauen muss, wie geht's einem, wie fühlt man sich, und das wird halt alles unterdrückt, wenn man ständig nur konsumiert. Und deswegen unbedingt sollte man mal überlegen, ob man nicht das Ganze ein bisschen dosierter macht. Und man muss es ja nicht so krass machen wie ich, aber vielleicht stellst du mal zumindest deine Benachrichtigungen aus. Genau das. Und ich glaube, man kann sogar einstellen, dass man so ein Limit hat, wie oft lange am Tag man eine App benutzt oder so. Dass man halt einfach mal merkt, so wow, ich bin jetzt schon eine Stunde heute auf Instagram. Das muss ich mal ein bisschen reduzieren oder so. Ja, allgemein. Frag dich selbst vielleicht mal, wie wichtig ist Instagram wirklich? Wie wichtig ist es dort, deine Leute abonniert zu haben? Und für alle, die Instagram nicht irgendwie großartig beruflich nutzen, ne? Wieso machst du dir so einen Stress mit den Posts? Wieso machst du dir so eine Abhängigkeit, dort nach draußen immer ja perfekt und super cool und super schön zu wirken? Und es ist doch alles nicht wirklich echt, oder? Das ist auch voll der Druck einfach. Hinterfrag das Ganze einfach mal ein bisschen. So, es ist viel zu windig und ich hoffe, dass das Mikro nicht voll für den Arsch war, der Sound. Deswegen melde ich mich gleich wieder. Jo, zurück zu Hause. Und ich wollte euch ja ein kleines Feedback geben. Ich hoffe, die Linse ist nicht mehr so beschlagen. Ist ein bisschen beschlagen, sieht es noch aus. Wir machen jetzt kurz ein heißes Getränk. Einfach meine Füße sind einfach ohne Socken besser dran als draußen mit. Ich glaube, es beschlägt gerade schon wieder. Wartet mal kurz. So, ich hoffe, es ist besser. Ich wollte euch mal ganz kurz noch zeigen, wie das denn überhaupt aussieht, wenn man... Oh, unser Staubsaugerroboter ist fertig. Wie das überhaupt aussieht, wenn man niemanden abonniert hat. Na? Check das mal ab. Also geht halt rein und ihr habt halt einfach hier nichts, ne? Keine Stories. Wenn ihr runterscrollt, seht ihr nur eure Beiträge. Und ich glaube, wir beschlagen schon wieder. Yes, und ihr seht halt einfach nur eure Sachen. Ne? Ihr seid halt nie so dann großartig abgelenkt. Klar, gesponserte Sachen bleiben halt immer noch. Ne? Also das geht auch nicht verloren. Gesponserte Beiträge bleiben für immer und ewig. Egal, was ihr macht. Da könnt ihr gar nichts gegen tun. Und ich kann dir nur empfehlen, überdenk einfach mal ein bisschen dein Social Media Game. Ich wollte dir einfach nur kurz ja einen Einblick geben, wie das Ganze jetzt nach 2 Wochen ist. Und ich glaube, ich habe mich jetzt so langsam aber sicher auch schon ziemlich dran gewöhnt, wie das Ganze so ist. Und vielleicht kann ich dich inspirieren, das Ganze auch mal auszuprobieren. Und ja, yes. Möchtest du noch irgendwas unseren Leuten sagen? Probiert es mal aus. Besonders wenn ihr merkt, dass euch ja, Social Media einfach zu viel belastet oder ihr zu viel Zeit damit verbringt. Und ja, das war's eigentlich. Ach, ihr könnt bei mir auf dem Kanal vorbeischauen. Ich habe mit dem Daniel eine Yoga-Challenge gedreht. Ziemlich krasse Yoga-Übungen haben wir da zusammen gemacht. Also unter Lia Lee findet ihr die. Genau, das war's von meiner Seite.
Yes. Abonnieren nicht vergessen, Leute, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid. Herzlich willkommen. Ich weiß, im Moment ist es bunt gemischt hier auf diesem Kanal, aber ich bin selber einfach für mich persönlich so ein bisschen im Struggle mit, was ich gerade für einen Content machen möchte. Und jetzt, das kam jetzt richtig spontan, weil wir haben die Kamera mit rausgenommen und das kam so aus dem Herzen für euch. Und ich habe halt ehrlich einfach keine Lust mehr, mich zu verstellen und Content zu machen, auf den ich keinen Bock habe. Es gibt, ich weiß, dass einfach ja Abfall, Schrott, schlechter Content, Content ohne Sinn mehr Reichweite gibt hier auf YouTube. Aber ich möchte das einfach nicht mitmachen. Ich habe da keine Lust zu. Manchmal habe ich auch Bock, so eine sinnlose Challenge zu machen, ne? Und jetzt gerade nächste Woche werde ich ja starten mit meinen eine Woche lang Pizza essen. Und das mache ich aber nicht einfach nur so, just for fun. Oder weil es witzig ist oder weil es keine Ahnung was ist. Sondern ich möchte einfach zeigen, dass wie sich so eine Ernährung, so eine einseitige Ernährung auswirkt, wenn man das eine Woche lang macht und auch wie sich der Körper verändert zum Beispiel und wie sehr Ernährung Einfluss nimmt auf deine Konzentration, auf deinen Körper, auf deine Kraft, auf einfach alles. Und damit dachte ich, suche ich mir einfach Pizza aus. Jeder isst gerne mal Pizza und deswegen gibt's das. Ja, diese Woche, ich glaube, wenn das Video hier online kommt, bin ich schon mittendrin am Drehen. Und das Ganze kommt, ich mache Daily-Videos. Allerdings alles in der Woche zeitversetzt, eine Woche nach hinten, damit ich Zeit habe, das alles auch zu schneiden. Weil ihr habt euch auf Instagram, ich check jetzt nochmal die Abstimmung ab. Pizza-Challenge, 30%, 70% ja. Oh nein, es ist gewechselt. Ich muss doch nicht mehr Daily machen. Ja, da hast du ja Glück gehabt. Dann kannst du ja doch ein Video machen. Also du filmst natürlich trotzdem Daily, aber nur eins. Ja, dann gibt es doch nur ein Video. Gut für mich, weniger Arbeit. Aber ja, Leute, macht's gut. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.